Gemeinsam schaffen wir eine Wirtschaft, die Chancen bietet. Eine Steuersenkung von 21% auf 15%, aber nur für Unternehmen, die ihre Produkte in Amerika herstellen. Wenn man den Plan von Kamala Harris ernsthaft einschlägt, dann führt das schon in die richtige Richtung. Ich unterstütze Trump vor allem wegen der Wirtschaft. Wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen in den USA sehen Umfragen Kamala Harris mit einem leichten Vorteil. Außer wenn es um einen speziellen Punkt geht. Bei der Frage, wem trauen sie eher zu, die US-Wirtschaft zu managen, hält eine knappe Mehrheit der amerikanischen Wähler zu Donald Trump. In diesem Video schauen wir auf die Situation der US-Wirtschaft unter Donald Trump und Joe Biden und dessen Vizepräsidentin Kamala Harris. Wir schauen auf die wirtschaftlichen Konzepte in den Wahlprogrammen beider Kandidaten. Und wir vergleichen, wie sich die amerikanische Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten unter republikanischen und demokratischen Präsidenten entwickelt hat. Um letztlich herauszufinden, wer ist tatsächlich eher in der Lage, die größte Wirtschaftsmacht der Welt zu führen, und was das alles für den Rest der Welt bedeutet. Also, wie steht die US-Wirtschaft aktuell da? Donald Trump sagt, so schlecht wie niemals zuvor. Im Wahlkampf macht es natürlich Sinn, den Amtsinhaber zu kritisieren und zu versprechen, alles besser zu machen. Tatsächlich aber sieht es gar nicht so schlecht aus. Das Bruttoinlandsprodukt der USA lag im vergangenen Jahr bei 27 Billionen Dollar. Die US-Wirtschaft hat seit der Pandemie eine Erholung gezeigt, die alle anderen Industrieländer in den Schatten stellt. Das BIP-Wachstum stand zuletzt bei 2,7%. Nach einem sprunghaften Anstieg in der Erholungsphase nach der Pandemie hat es sich auf einem historisch gesunden Niveau eingependelt. Ähnlich die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote liegt kurz vor der Wahl bei 4,1%. Ebenfalls nach einer rasanten Erholung von den pandemiebedingten Einbrüchen. Im internationalen Vergleich liegen die USA damit gleichauf mit Großbritannien. Sie stehen etwas schwächer da als Japan, aber deutlich besser als China, Indien und die großen europäischen Länder. Schauen wir noch auf die Inflation. Die Pandemie hat zeitweise die weltweiten Lieferketten blockiert und Preise stark ansteigen lassen. Seither hat sich die Lage aber wieder beruhigt. Die Inflation liegt gerade bei 2,5% und damit nahe an dem von der Fed gesetzten Ziel von 2%. Was wiederum erklärt, warum die amerikanische Notenbank jüngst den Leitzins um ganze 50 Basispunkte senkte. Die Federal Reserve hat sehr gut kommuniziert, dass sie Stärke in der amerikanischen Wirtschaft sieht und dass es an der Zeit ist, eine Zinspolitik, die auf Stabilität angelegt war, wieder etwas in eine neutrale Richtung zu bringen. So viel zum aktuellen Stand. Für Wähler allerdings stellt sich die Frage, was bringt die Zukunft? Schauen wir daher auf die Präsidentschaftskandidaten und ihr Wirtschaftsprogramm. Was versprechen Donald Trump und Kamala Harris? Gemeinsam schaffen wir eine Wirtschaft, die Chancen bietet. Wir stemmen uns gegen Unternehmen, die Notlagen ausnutzen und die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben, mit dem ersten nationalen Verbot von Wucherpreisen. Ein Baustein meines Wirtschaftskonzeptes ist es, junge Leute bei ihrem ersten Immobilienkauf mit einer Anzahlungshilfe von $25.000 zu unterstützen. Wenn ich wieder in diesem schönen weißen Haus bin, verabschieden wir mehr Steuersenkungen für Arbeitnehmer. Und ich habe eine Idee, die euch hier bestimmt gefällt. Trinkgelder werden steuerfrei. No tax on tips. Eine Steuersenkung von 21% auf 15%, aber nur für Unternehmen, die ihre Produkte in Amerika herstellen. Sie haben gerade angekündigt, einen Teil der Produktion nach Mexiko auszulagern. Wenn ihr das macht, dann zahlt ihr Einfuhrzölle von 200% auf alles, was ihr jemals wieder in den USA verkaufen wollt. Mehr als Slogans und Kampfansagen lässt sich in den Wahlprogrammen nachlesen. Bei Kamala Harris steht die Wirtschaft, die Chancen schafft, ganz oben auf der Webseite. Dazu gibt es mehr Details und auch einige Zahlen. Einen Steuernachlass von $6.000 für Familien mit neugeborenen Kindern. Steuererleichterungen zwischen $5.000 und $50.000 für neu gegründete Unternehmen und das Bekenntnis, weiterhin massiv in alternative Energien zu investieren und in künftige Arbeitsplätze in dem Sektor. Um das Ganze zu finanzieren, plant Harris, die Steuersenkungen für Besserverdienende zu streichen, die noch aus den Trump-Jahren stammen. Sie will eine Mindeststeuer für Milliardäre und die Steuer auf Aktienrückkäufe vervierfachen.
Somit kündigt sie Steueranhebungen an, allerdings nicht für Amerikaner, die weniger als 400.000 Dollar im Jahr verdienen. Weitere Ziele der Kandidatin, wie etwa die Kosten im Gesundheitswesen zu senken, bauen auf Initiativen, die bereits unter der Präsidentschaft von Joe Biden begonnen wurden. Auf Donald Trumps Webseite finden sich wenig Details, aber einige derselben Prioritäten. Preise zu senken und Firmen daran zu hindern, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern, um so Arbeitsplätze in Amerika zu schaffen. Dazu Steuersenkungen für Arbeitnehmer. Eine große Steuersenkung, die Trump während seiner Präsidentschaft umsetzte, verkaufte er allerdings auch schon als Geschenk an Arbeitnehmer. Profitieren konnten aber vor allem die reichsten Amerikaner, wie das unparteiische Center on Budget and Policy Priority analysiert. Die Ökonomen haben berechnet, dass Arbeitnehmer mit einem Einkommen unter 114.000 Dollar netto nicht profitierten, während von Gehältern im Top-Management deutlich mehr übrig blieb. Trump hat im Gegensatz zu Harris eine Wirtschaftsbilanz, an der er sich messen lässt, und die ist nicht gut. Wirtschaftsexperten sagen, seine Steuersenkungen waren ein teurer Rausch und dass Trumps Handelskriege und Einfuhrzölle amerikanischen Verbrauchern, Unternehmen und der Wirtschaft im Gesamten geschadet hätten. Einfuhrzölle gehören allerdings auch jetzt wieder zu Trumps Wahlprogramm. Trotz all dem und trotz zahlreicher Pleiten, etwas mehr als die Hälfte der Amerikaner sehen in Donald Trump einen erfolgreichen Geschäftsmann. Außerdem hält sich seit ewigen Zeiten nahezu unerschütterlich der Eindruck, Republikaner wären allgemein besser für die Wirtschaft. Ein Blick auf die Statistik unterstützt diese These nicht. Das zeigt ein Blick auf das Bruttoinlandsprodukt, der wichtigste Wirtschaftsindikator, der den Wert aller im Land produzierten Waren und geleisteten Dienste zusammenfasst. Zurückgehend bis zum Zweiten Weltkrieg zeigt sich, dass das Bruttoinlandsprodukt unter demokratischen Präsidenten jährlich um durchschnittlich 4,6% gestiegen ist und um 2,4% unter republikanischen Präsidenten. Unter denen haben allerdings 9 der letzten 10 Rezessionen begonnen. Es gibt verschiedene Untersuchungen zum Wirtschaftswachstum, unter anderem eine Studie der Princeton-Professoren Alan Blinder und Mark Watson. Sie kalkulieren das BIP-Wachstum auf 4,3% unter Demokraten und 2,5% unter Republikanern. Auf die jeweils 4-jährigen Amtszeiten umgerechnet, kommen Demokraten auf ein Wirtschaftswachstum von jeweils 18,5% gegenüber 10,6% unter Republikanern. Auch ein Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt Unterschiede. Unter demokratischen Präsidenten fiel die Arbeitslosenquote im Schnitt um 0,8%. Unter republikanischen Präsidenten stieg sie um 1,1%. Soweit allgemeine Zahlen. Aber wie sieht es im Geldbeutel der Amerikaner aus? Ein ähnliches Bild. Unter demokratischen Präsidenten stieg das inflationsbereinigte Einkommen um 7.500 Dollar, unter republikanischen Präsidenten um 740 Dollar. Umgerechnet auf die jeweiligen Regierungsperioden stieg das Einkommen unter demokratischen Regierungen fast 15 Mal so stark wie unter republikanischen. Schauen wir auf die Staatsverschuldung. Wie viel neue Schulden machten die einzelnen Präsidenten? Hier ein Blick auf die letzten Jahrzehnte. Erneut zeigt sich, dass Republikaner deutlich mehr Schulden angehäuft haben als Demokraten. Nun sind Schulden nicht generell schlecht, allerdings entstand die Neuverschuldung republikanischer Präsidenten zuletzt aufgrund von teuren Steuersenkungen, während die Neuverschuldung bei demokratischen Präsidenten meist auf Investitionen und Sozialprogramme zurückzuführen ist. Es gibt viele Möglichkeiten, die Wirtschaft eines Landes zu beurteilen. Eine weitere ist der Blick auf Unternehmensgewinne und den Aktienmarkt. Rückblickend bis 1945 zeigt sich, dass Unternehmensgewinne unter Demokraten im Weißen Haus um durchschnittlich 12,8% gestiegen sind, unter Republikanern um 1,8%. Und die Märkte? Der S&P 500 kletterte unter Demokraten im Schnitt jährlich um 11,2%, unter Republikanern um 6,9%. Zuletzt hielt der Trend an, Unternehmensgewinne sind gerade so hoch wie nie, und sowohl der Dow Jones als auch der marktbreite S&P 500 notieren auf Rekordständen. So, das waren sehr viele Zahlen. Zeit für eine Zusammenfassung. Das unparteiische Joint Economic Committee im US-Senat schreibt: Historisch betrachtet haben demokratische Präsidenten von ihren republikanischen Vorgängern eine geschwächte Wirtschaft übernommen und mit ihren Initiativen Wachstum angekurbelt und die wirtschaftliche Lage verbessert. Keine Regel ohne Ausnahme. Die Inflation ist unter Demokraten historisch gesehen leicht gestiegen und unter Republikanern leicht zurückgegangen. Ökonomen beurteilen den Unterschied allerdings als statistisch nicht signifikant.
Die Inflationsbilanz unter Präsident Joe Biden ist wohlgemerkt durch die Pandemie verzerrt, die globale Lieferketten unterbrochen und Preise hat ansteigen lassen. In den Wochen vor der Wahl schaut die Welt auf Amerika, aus gutem Grund. Die weltgrößte Wirtschaftsmacht ist für nahezu jedes Land ein wichtiger Handelspartner. Die wichtigsten Handelspartner der USA sind die Nachbarländer Mexiko und Kanada, gefolgt von China, Deutschland und Indien. Das gesamte Handelsvolumen der USA beläuft sich auf mehr als 5 Billionen Dollar. Für die Partner und für die USA hängen Millionen von Arbeitsplätzen direkt vom Handel ab. Donald Trump hat Einfuhrzölle zum Schlüsselwort seiner künftigen Handelspolitik gemacht. Er setzt damit die Politik seiner vergangenen Präsidentschaft fort. Er folgt einer strikt protektionistischen Philosophie und hat in der Vergangenheit nicht nur einzelne Handelspartner scharf angegriffen, sondern auch die Welthandelsorganisation WTO, aus der er die USA abziehen wollte. Die Regierung von Joe Biden und Kamala Harris hat viele von Donald Trumps Einfuhrzöllen beibehalten. Kamala Harris nennt sich nicht protektionistisch, hat allerdings in der Vergangenheit erklärt, dass sie keine Handelsabkommen unterstützen würde, die nicht amerikanische Arbeiter und die Umwelt schützen würden. Sie hat für Reformen der WTO geworben und verspricht massive Investitionen und Subventionen für amerikanische Unternehmen, um deren Position gegenüber Handelspartnern zu stärken. Ich bin Journalist und nicht parteiisch. Die Zahlen in diesem Video sind offizielle Daten der US-Regierung. Die angeführten Analysen stammen von unparteiischen Instituten und Volkswirten. Sie kommen zu dem Schluss, dass die amerikanische Wirtschaft unter demokratischen Präsidenten besser abgeschnitten hat als unter republikanischen. Das hat natürlich Gründe. Und sie liegen in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der beiden Parteien. Die Republikaner setzen in ihrer Wirtschaftspolitik dogmatisch auf Steuersenkungen für Wohlhabende und für Unternehmen. Die Idee, dass vor allem Unternehmen mehr Geld bleibt, das dann investiert werden kann, das neue Jobs schafft und letztlich alle davon profitieren. Diese Trickle-Down-Ökonomie ist seit Ronald Reagan populär. Statistiken zufolge hatte sie aber nie den gewünschten Effekt. Die Demokraten hingegen neigen dazu, Steuersenkungen eher an die Mittelschicht zu richten. Das hilft mehr Amerikanern direkt. Auch Investitionen in Infrastruktur sind fester Bestandteil demokratischer Politik. Sie bringen neue Arbeitsplätze und unterstützen ebenfalls die Gesamtwirtschaft. Zuletzt haben 400 namhafte Ökonomen eine Wahlempfehlung für Kamala Harris ausgesprochen. In einem offenen Brief schreiben sie, die Alternativen bei dieser Wahl sind klar. Zwischen verfehlter Trickle-Down-Ökonomie, die nur wenigen nutzt, und einer Wirtschaftspolitik, die Potenzial für alle schafft. Republikaner gelten vielen Amerikanern bis heute als die Partei, die die Wirtschaft im Griff hat. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache.